Herzlich willkommen auf dem lösungsorientierten Vernetzungsportal Living Earth. Hier auf der Living Earth beleuchten wir jeden Monat ein bestimmtes Thema von den unterschiedlichsten Seiten, um dann das neu gewonnene Wissen, die praktischen Erfahrungen und Anwendungen in unserem Alltag und in unsere Projekte zu integrieren. So erschaffen wir gemeinsam, Schritt für Schritt, die neue lebendige Erde. Herzlich willkommen bei dieser Living Earth Inspirationsdusche. Ich sitze hier gerade in Bali. Es duscht gerade vom Himmel herunter. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Es geht heute um ein ganz wundervoll wichtiges Thema, eines der für mich wichtigsten Themen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Julia und Frank Robert sprechen kann. Julia, du bist ganzheitliche Geburtsbegleiterin auf mentaler, emotionaler und spiritueller Ebene. Frank Robert, dich kennen wahrscheinlich schon sehr, sehr viele hier auf der Living Earth. Du beschäftigst dich seit Jahrzehnten mit dem Thema Geburt, begeisterst Menschen dafür, hast ein wundervolles Buch geschrieben, Der Zauber der natürlichen Geburt, dem ich auch, da freue ich mich sehr, meine Stimme leihen durfte und darf. Ihr zwei, Julia und Frank Robert, habt gemeinsam einen Telegram-Kanal. Geburt geht uns alle an. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und ihr leitet gemeinsam auch Präsenzseminare zu dem Thema, um, Frank Robert, du hast es im Vorgespräch gesagt, die Unwissenheit ist die gefährlichste Krankheit, um die Unwissenheit aufzuräumen und über das Wunder der natürlichen Geburt zu erzählen. Wir haben gesagt, wir beginnen unser Gespräch dort, wo alles anfängt, nämlich bei dem Wunsch, einen, wie du immer sagst, Lebensstrom, ein Baby in diese Welt zu begleiten. Woran dürfen wir da denken, bevor es überhaupt zu einem Empfängnis kommt? Was ist da wichtig zu bedenken? Worauf dürfen wir achten und welche Ängste dürfen wir ablegen? Ja, erstmal herzlich willkommen aus Berlin. Das ist ja praktisch ein weltumspannendes Gespräch, was wir jetzt haben, Bali, Berlin und dieser wunderbare Ort, wo wir auch die Oase haben. Julia wohnt da ganz in der Nähe. Und ja, worauf achten wir? Der wichtigste Punkt ist, dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was das eigentlich bedeutet, einen Lebensstrom oder ein Baby hier zu empfangen und diesen Weg zu wählen und dann wirklich so einen Lebensstrom zu begleiten, ohne dann wegzulaufen, ohne diese Wissen darum, was passiert da eigentlich, wenn ein Mensch hier inkarniert. Das ist ja ein Wunder des Lebens. Und da geht es darum, dass wir uns natürlich am allerbesten oder am allermeisten, für mich der Wichtigste ist, dass wir unsere Ängste anschauen, die wir haben. Weil wir sind, das habe ich jetzt auch gelernt in den letzten Monaten, wir sind eine durchtraumatisierte Gesellschaft. Und wir haben jetzt die Aufgabe, die Eltern dabei zu begleiten, diese ganzen Muster, die wir alle mit uns tragen, mal zu durchbrechen. Ja? Also sprich, die Eltern darauf vorzubereiten. Und es ist eben diese wunderbare Arbeit, die wir zwei machen, die Julia und ich, dass wir Menschen zusammenbringen in einem Präsenzseminar. Wir machen das jetzt zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Und die Julia war die Erste, die mich überhaupt damals kontaktiert hat, so eine Arbeit, so eine gemeinsame Arbeit zu tun. Ich kann mich noch erinnern, wir haben 4 Stunden telefoniert, das war unser erstes Telefonat. Und daraus ist eben diese Zusammenarbeit entstanden. Und die ist sehr kostbar und die wird es immer bleiben, diese Arbeit. Und wir machen das im kleinen Rahmen. Es ist relativ überschaubar. Wir haben so zwischen 15 und 20 Teilnehmer. Wir werden das wahrscheinlich jetzt im Mai, werden wir das erhöhen müssen, weil wir haben, glaube ich, jetzt schon für Mai haben wir schon 11, 12 Anmeldungen, das hatten wir noch nie um die Zeit. Und das ist eben auch die Arbeit durch die Living Earth, kommen Dinge rein, das wird jetzt immer mehr vernetzt. Und eben diese Arbeit, die Menschen, die Eltern darauf vorzubereiten, was bedeutet eigentlich, einen Lebensstrom hier reinzuholen. Und wenn du schon schwanger bist als Mutter, dann ist es die Arbeit, die wirklich sich auf die Geburt zu konzentrieren, ja. Wie kann ich meine Geburt gestalten? Und wenn schon Kinder da sind oder kleine Babys, dann geht es darum,
wie begleiten wir die durchs Wochenbett, wie begleiten wir die in ihr Leben, wie die ersten 3 Jahre. Das ist ja ein wunderbares Feld der Geburt. Und letztendlich, wie begleiten wir die Menschen durchs Leben? Das ist ja die Arbeit, dann kommen wir dann irgendwann zu dem Thema Tod, was es für mich nicht gibt. Dieses Wort Tod können wir eigentlich abschaffen. Das geht um Übergang, das geht um Dimensionswechsel, das geht um ja, Energie, die sich ja niemals auflöst, die bleibt immer da, den Körper auflösen. Und das ist eben dieser Bereich, wo wir sagen, Wissen ist Macht. Und wenn du das Wissen hast, dann kannst du ganz anders mit dir selbst umgehen, mit deinem Partner, mit dem Lebensstrom kommunizieren. Das ist eigentlich der Schlüssel. Das ist die Arbeit von Dr. Jalali, die Kommunikation mit dem Lebensstrom von Anfang an pflegen. Ja, dass man weiß, wer kommt denn da? Weil das ist ja der Schlüssel. Da kommt ein geistiges Wesen rein. Und wir können mit dem Baby von Anfang an sprechen, noch bevor wir die Zeugung im Prinzip vornehmen. Ja. Können wir uns schon mit dem Lebensstrom verbinden. Und das ist eben die Magie dahinter. Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, das ist die Aufgabe, wo wir uns verpflichtet haben, die Menschen zu berühren. Ja? Und das ist eine wunderbare Arbeit. Und wir wachsen in jedem Communic, in jedem Call, in jedem Zoom-Call, in jedem Webinar, wachsen Julia und ich zusammen. Und wir wachsen auch zusammen. Und das ist eben das, was ich so sehr liebe, diese Community, diese Vernetzung, die ja nicht mehr aufzuhalten ist. Und es wächst dermaßen schnell jetzt. Und dafür bin ich einfach glücklich. Und der Telegram-Kanal, da geht es noch nicht darum, um die Menge, die Leute, die da mitmachen, sondern es geht darum, dass die Menschen anfangen zu tun. Und wenn es nur ein Buch zu nehmen und sich über Thema Geburt sozusagen selber auszubilden, sich selber weiterzubilden, das ist eigentlich die Arbeit, die ansteht, ja, dieses Wissen in die Welt zu tragen. Ja. Dankeschön, Frank Robert. Julia, was ist für dich das Wichtigste, in der Vorbereitung auf die Empfängnis? Da ist es so viel. Und du hast es ja jetzt schon gesagt, mein Schwerpunkt ist die ganzheitliche Geburtsvorbereitung. Und wenn wir an Geburt denken, dann haben wir ganz oft einfach diesen, ja, die körperliche Ebene vor Augen, ja. Und da sind viele Prägungen, da sind viele Erfahrungen und wie Frank Robert gesagt hat, auch Traumatisierungen. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir nicht gut genug sind, dass wir Schuld mit uns rumtragen, dass wir dass Ängste in uns stecken, sondern es geht immer darum, okay, das ist der Status quo, hier stehe ich, ja, und wenn ich Mama werden möchte, wenn ich Papa werden möchte, na klar, also ich kann mich schon damit auseinandersetzen, wie verläuft den Körper auf körperlicher Ebene so eine Geburt, was passiert da, ja. Aber wenn wir uns dafür öffnen und wenn du jetzt sagst, die bewusste Vorbereitung auf die Zeugung, dann ist es für mich eigentlich schon der Kontakt von dem Lebensstrom, von der Kinderseele, die sich bei den Eltern angemeldet hat. Es ist manchmal wie ein sanftes Anklopfen und manchmal wird man da richtig wachgerüttelt und sagt, hey, jetzt Mama, Papa, ich möchte kommen. Wo, also könnt ihr es endlich mal verstehen, ja? Und manche begegnen ihren Kindern dann in den Träumen, manche fangen an, ja, und fangen an, mit sich zu arbeiten, also mit sich auch. Partnerschaft spielt eine sehr große Rolle. Über die Partnerschaft können sehr viele Wunden auch geheilt werden, sehr viele Traumata erkannt werden. Also es ist immer ein wundervoller erster Weg, gemeinsam Zeit zu verbringen, ja. Zu der Zeugung gehören zwei, zu Mama und Papa werden genauso. Und deswegen geht es natürlich auch um die gemeinsame Zeit. Und dann um das Lauschen, Hinhören und Schauen, was braucht es für mich? Ja, viele fangen über die körperliche Ebene genauso an, mit einer Reinigung und sagen, ja, wenn wir uns auf körperlicher Ebene reinigen, dann öffnen sie sich auch für Thematiken, wie blockierte Emotionen, Ängste, aber auch den spirituellen Weg, ja. Und der ist ja natürlich mit eine der Ebenen, die vielleicht noch ganz schwach da ist, aber immer mehr kommt und wo auch immer mehr Fragen und Interesse da ist. Und das ist nichts, was wir lernen können. Das ist all das, ja, was wir sind. Das steckt in uns. Und es geht einfach nur hier auch um ein Erinnern. Und genauso ist es auch mit der Geburt. Es ist nicht wirklich Wissen um die Geburt, es ist eher viel mehr diese Erinnerung, denn wir haben es verlernt, weil wir durch diese Traumatisierung, weil uns dieses Wissen immer ja ein bisschen genommen worden ist. Und
jetzt die Familien, die wir begleiten, die Paare, die wir jetzt auch bei den gemeinsamen Wochenendseminaren mit Frank Robert kennenlernen durften, begleiten durften, und diese Zeit, die wir dann miteinander verbringen, hat dann aber gezeigt, dass, und das ist das Wichtigste, Vertrauen, ja, das Vertrauen kommt und wir uns dieser Führung hingeben. Und Führung ist natürlich auch wieder allen Ebenen, ja, körperlich, mental, emotional und spirituell. Und in dieser Führung können wir auch annehmen. Und in dieser Führung sind wir auch in der Dankbarkeit. Das heißt, unsere Energie ist hoch, ja, wir sind im Vertrauen. Und sollte was passieren, also sprich, wenn wir jetzt auch über den Tod sprechen, und den mit einbauen, auch in den Geburtsvorbereitungskursen spreche ich über den Tod, so möchte ich dadurch nicht noch mehr Angst, ja, den Frauen machen und sagen, jetzt haben wir etwas gefunden, ja, was euch irgendwie Energie raubt. Nein, ganz im Gegenteil. Je früher wir uns damit beschäftigen, je früher wir diese Angst loslassen können und dann wieder in die Hingabe, ins Vertrauen, in diese innere Führung, diese auch spüren und nicht nur darüber reden, desto leichter fällt es uns, mit all dem, was uns in diesem Leben begegnet, umzugehen. Desto leichter können wir natürlich, Ängste dürfen da sein, ja. Also wir haben dann ein Tool, eine Möglichkeit, und wissen, ja, das ist eine Angst. Und wenn sie sich zeigt, dann weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Dann weiß ich, wofür diese Angst gut ist. Ja, dann weiß ich, worauf ich achten soll. Und dann macht es mir nicht wirklich Angst, sondern ja, es ist einfach nur eine Erfahrung, die ich vielleicht mache. Und da wären wir bei dem Thema der stillen Geburt, oder auch Totgeburten, ja. Das kommt auch alles vor. Aber nicht darüber zu sprechen, wenn wir wieder ein neues Tabuthema in unserer Gesellschaft haben, sagen, ja, aber es ist normal, ja. Jede Frau erlebt das und manche Frauen sogar mehrmals. Dann verändert das nichts. Also in unserem Bewusstsein passiert hier nichts, sondern es ist normal. Es ist bei dir passiert. Beruhig dich, ja, und in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren kommt eine neue Kinderseele zu dir. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht viel mehr darum, sich dem Ganzen zu öffnen und zu verstehen, was passiert da gerade, ja? Warum ist diese Kinderseele gegangen? Warum bin ich vielleicht? Also sich Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen, so dass man nicht noch mehr Schuldgefühle aufbaut, nicht noch mehr Ängste hat, die dann natürlich wieder die kommende Schwangerschaft blockieren und damit natürlich einen riesengroßen Einfluss auf den Geburtsvorgang haben. Und als ich darüber nachgedacht habe, Geburt und Tod und diese Verbindung, da kam mir direkt ein Bild von einer Kollegin, beziehungsweise ihre Worte und ihre Erfahrung, die möchte ich hier mal mit euch teilen. Sie ist Mama von drei Kindern. Und als sie das erste Mal schwanger geworden ist, und so geht es vielleicht vielen von uns, die sich nicht damit bewusst auseinandersetzen, die sich nicht bewusst auf die Zeugung vorbereiten, ja, man lässt das alles so ein bisschen auf sich zukommen. Und ja, manchmal kann es sein, bei mir war es zum Beispiel so, diese innere Führung, die ist mein Leben lang da. Ich habe mich nicht bewusst auf die Schwangerschaften vorbereitet oder auf die Geburten. Und ich hatte wundervolle Schwangerschaften, wundervolle Geburten. Ich habe zwei Kinder. Und es kann passieren, dass es so ist, ja. Und es kann passieren, dass wir da erfüllt aus der Schwangerschaft, aus der Geburt, in unsere Mutterrolle, in diesem, es ist auch ein Übergang, es ist ein sehr wichtiger Übergang, ja, von Frau zu Mutter, den wir da erleben, dass alles so, ja, im Flow ist und alles gut ist. Aber meistens ist es nicht so. Meistens ist es nicht so, wenn wir uns nicht vorbereiten, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen. Dann passieren so Dinge, und da möchte ich jetzt auf die Geschichte von der Kollegin eingehen. Sie ist schwanger geworden und sie ist für ihre erste Geburt ins Krankenhaus gefahren. Und ja, wenn man das, also man muss natürlich schauen, was ist eine natürliche Geburt, ja? Und wenn interveniert wird, kann man das denn überhaupt schon als natürliche Geburt bezeichnen? Und es wurde sehr viel gemacht und gesagt und getan. Und jetzt atme und jetzt steh auf, ja? Und dieses ganze Hin und Her. Und sie wurde begleitet, aber sie hat sich dem Ganzen auch irgendwie hingegeben, hat gesagt, puh, als sie dann da raus ist, ja, ich habe mein Kind auf natürlichem Wege bekommen, aber da war so viel drumherum und irgendwie weiß ich nicht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ist das wirklich Geburt? Und die
Das, was sie auch noch sehr stark gefühlt hat, ist Schmerz. Geburt ist Schmerz und Geburt ist diese Kontrolle abgeben und kontrolliert werden und jeder sagt dir, was du zu tun hast. Ist das wirklich Geburt? Ja, und dann hat sie sich diese Fragen gestellt und als sie dann das zweite Mal schwanger geworden ist, war halt, ist denn noch mehr möglich oder ist das schon alles, was wir als Frauen erleben? Ja, und für die zweite Geburt hat sie sich dann vorbereitet und hat sich in der Schwangerschaft eingelesen, hat dann rausgefunden, ah, man kann ja zu Hause gebären. Und es gibt sowas wie die Lotusgeburt. Ja, und dann hat sie sich damit auseinandergesetzt und sie hatte die zweite Geburt zu Hause in der Begleitung von der Hebamme und es war eine Lotusgeburt. Und nichtsdestotrotz hat sie dann gesagt, war es das denn schon? Oder ist da noch mehr möglich? Ja, ist das, habe ich jetzt alles erreicht und gefühlt und erlebt oder kann man Geburt steigern? Ja, und dieses Steigern, das ist das vielleicht, was viele als orgasmische Geburt, als schmerzfreie Geburt bezeichnen. Und diese Erfahrungen werden auch geteilt und die gibt es. Und Geburt ist unterschiedlich, mal laut, mal leise, mal stark, mal schwach, mal schnell, mal langsam, ja. Und sie wollte wissen, kann denn Geburt auch etwas sein, wo ich sage, uff, ich komme da raus, wie total erfüllt, total gestärkt und so ein Wow-Erlebnis, ja. Und tatsächlich, sie hat eine orgasmische Geburt erlebt, die dritte Schwangerschaft auch wieder zu Hause, eine Hausgeburt, die schmerzfrei war. Ja, sie hat drei Kinder. Und nach dieser dritten Schwangerschaft hat sie sich gefragt, ist denn noch mehr möglich? Ja, und dann habe ich gesagt, naja, was suchst du denn jetzt gerade? Und tatsächlich, sie hat auf ihrem Lebensweg eine Hebamme kennengelernt, die auch sehr spirituell arbeitet, wo jetzt die Spiritualität immer mehr in den Geburtsprozess einfließt, ja. Also sprich, das, was Frau Grobert alles erwähnt hat, der Kontakt zu der Kinderseele, die Kommunikation noch vor der Schwangerschaft. Und zur Spiritualität gehört auch die Frage der Reinkarnation. Also wir können nicht über Spiritualität sprechen und Reinkarnation, wenn wir ja, den Tod weglassen. Also der Tod, der Begriff alleine, der macht uns vielleicht Angst. Aber an sich ist das alles eins und das fließt jetzt mit ein, ja? Das heißt, die Ängste gehen, das Vertrauen und die Hingabe kommen. Und ja, wer sucht und wer Fragen stellt, der bekommt die Antworten. Und wir können das Ganze dann immer wieder neue Erfahrungen machen. Danke dir so sehr, Julia. Das ist so berührend, weil ich kann mir vorstellen, dass es jetzt Frauen gibt oder Paare gibt, die vielleicht gar nicht erst die Erfahrung machen müssen einer konventionellen Entbindung im Krankenhaus, sondern die sich vielleicht jetzt gleich die Frage stellen, was gibt es denn da noch mehr und wie wundervoll kann die Geburt denn sein, wenn ich mal sie nicht als einen Krankheitszustand betrachte, wie uns viel erzählt wird, sondern als ein großes, wundervolles Ereignis. Also du hast gerade vorhin von Lotusgeburt gesprochen auch. Das ist vielleicht für viele ein neuer Begriff. Frank Robert, magst du da mal drüber erzählen oder ihr beide drüber erzählen, was das ist, was für Möglichkeiten da bestehen und warum jetzt mal eine natürliche Geburt so wichtig ist, damit das Wesen, der Lebensstrom, die Seele, die auf die Erde kommt, von Anfang an Kompetenz entwickelt und in ihr volles Potenzial gehen kann und eben nicht durch eine Entbindung gleich zu Anfang seines Lebens traumatisiert ist. Also, du hast das Wort genannt, das ist eigentlich eines meiner Lieblingsworte, das ist die Kompetenz, ja. Und Lotusgeburt ist eine Folge, dass die Babys sich selber gebären. Also, das ist eigentlich der Schlüssel, das ist eigentlich der Schlüssel für jede Geburt, dass selbst die Mutter sich komplett hingibt und dem Baby sozusagen die Kompetenz überlässt. Und viele haben halt, deswegen ist das Thema Reinkarnation so wichtig, viele Menschen, die jetzt hier auf diese Erde geboren werden, die haben die Kompetenz, die waren schon oft hier, die wissen genau, wie so eine Geburt funktioniert. Und darum geht es, dass man dem Baby, auch wenn Lebensströme kommen, die noch nie hier waren, die gibt es jetzt auch, Millionen, die jetzt hier reinkommen und neu starten sozusagen, um diese Erde in diesen Geburtsprozess zu unterstützen und eben diese
diese Kompetenz, die die Menschen mitbringen, auch die, die noch nie hier waren, haben auch eine Kompetenz, sonst würden sie sich hier nicht inkarnieren. Die wollen ja lernen. Und da hat die Mutter, der Vater und alle, die da bei der Geburt dabei sind, die Pflicht letztendlich, diese Babys sich in ihrer Kompetenz entfalten zu lassen. Und Lotusgeburt bedeutet auch nach meinem Verständnis, dass die sozusagen die Babys sich selber abnabeln. Ja, das ist ja der wichtigste Bindungsprozess, dass du dich selbst abnabeln darfst. Ja. Und das bedeutet, wenn die Plazenta geboren wird, dass das Baby die volle Zeit nutzen darf, also wirklich ohne, dass da irgendwie einer eingreift, bis zu dem Moment, wo sozusagen die Nabelschnur sich von selber löst oder das Baby sogar selbst. Und das ist ja, muss man einfach wissen, das ist für mich eines der schönsten, das habe ich von der Hebamme gelernt, die Nabelschnur ist das erste Spielzeug des Menschen. Du spielst ja im Mutterleib die ganze Zeit mit deiner Nabelschnur, mehr oder weniger. Und wenn du dann rauskommst, das ist der schönste Moment und das ist für mich halt ein Teil der Lotusgeburt, du nabelst dich selbst ab, weil du an der Nabelschnur ziehst und dann weißt du aber auch, dass dein ganzes Blut, was in der Plazenta ja noch drin ist, nach der Geburt, das sind etwa 30%, und das ist eben die Chance, dass du dein Blut da selber raussaugst, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ein Sogprinzip, das hat mit dem ersten Atem zu tun und die Atmung, wenn die bei dir läuft, mit jedem Atemzug wandert das Blut aus der Plazenta in deinen Körper. Und dann irgendwann nabelst du dich ab und die Plazenta bleibt bei dir. Und niemand hat da irgendwie anzufassen oder maximal die Mutter, die dem Baby die Chance gibt, mit dieser Plazenta einfach zu sein. Ja. Und darum geht es, dass die Abnabelung alleine stattfindet, ohne dass da irgendeiner eingreift. Das ist für mich der Schlüssel, einer der wichtigsten Geburtsprozesse. Und das kann aber nur passieren unter diesem Zustand von Privacy. Da werde ich jetzt nicht so detailliert drauf eingehen, aber das ist eben das, was eine natürliche Geburt ausmacht. Ohne jegliche Intervention dürfen die Kinder sich selber gebären und entwickeln dadurch diese Kompetenz letztendlich für sein ganzes Leben. Ja? Wenn du bei der Geburt deine Kompetenz entfalten durftest, hey, dann hast du eine Grundlage gelegt, die kann dir niemand mehr nehmen. Egal, was in deinem Leben danach passiert, diese Kompetenz bleibt dir erhalten. Und die kannst du einsetzen bei allem, was auf deinem Lebensweg auf dich einwirkt. Ne? Ja, total schön. Guck, und da kommt mir gerade wieder Vertrauen, Hingabe, ja. Also wenn ich als Mama während der Schwangerschaft in dieser Kraft bin, dann ist es das mit dem Kind ja genauso, ja. Dann kann es die volle Kompetenz entwickeln. Dann kann es, weil wir dürfen nicht vergessen, das Kind fühlt und bekommt alles mit, was drumherum passiert. Nicht nur die Gefühle der Mama, natürlich auch die Gefühle von Papa. Und von den ganzen Menschen, von jedem, der bei dem Geburtsprozess dabei ist, von jedem, der da im Raum dabei ist. Und wenn alles einfach diese Magie, es ist nicht einfach, ja, es ist immer individuell, es ist immer ganz besonders und diese Magie, die da entsteht, dafür gibt es überhaupt keine Worte. Und jeder, der mal so eine Geburt erleben durfte und ich dann frage, kannst du mal beschreiben, wie war es für dich? Wir finden dafür keine Worte und jeder, ja, man fühlt das. Also es ist wunderschön, was da alles passieren kann. Und zu der Plazenta, wenn man sich das vorstellt, ich habe schon gerade gesucht, ob ich hier meine Puppe habe, um das zu zeigen. Also auf rein körperlicher Ebene hat Frank Rober das ja schon auch sehr gut beschrieben, aber damit man sich das immer gut vorstellen kann, die Nabelschnur ist ja mit der Plazenta verbunden und wenn dann die Nachgeburt, die Plazenta kommt und die Nabelschnur vorher nicht abgeschnitten oder getrennt worden ist, ja, was auch ein Thema ist, das wir immer wieder vertiefen, wie lange soll die Nabelschnur dranbleiben, wann, wie geschnitten und so weiter. Aber wenn jetzt Baby und Plazenta weiterhin verbunden bleiben, dann dauert es unterschiedlich. Manchmal 3 Tage, manchmal 5 Tage. Ja, es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, bis die Nabelschnur von alleine abfällt und somit die Abnabelung auf ganz natürliche Art und Weise geschehen darf. Und das wäre die Lotusgeburt rein auf körperlicher Ebene. Und dahinter sind auch mentale, emotionale und spirituelle Themen, die auch ja, angesehen werden dürfen.
Das heißt, dass auch die Kompetenz der Eltern gefordert ist. Jetzt, wenn ich quasi diese Möglichkeit irgendwie bei mir aufgetaucht ist, weil ich das ja eben nicht gelernt habe, dass ich auch als Eltern, speziell als Frau oder als Mann, der die Frau begleitet und ihr den Raum hält und sie verteidigen darf und wirklich wie ein Löwe dastehen darf, um das zu ermöglichen, die Kompetenz entwickeln darf, auch in einem Krankenhaus zu sagen, stopp, nein, die Nabelschnur wird jetzt nicht abgeschnitten. Weil was ich ja auch noch gelernt habe, was ich auch nicht wusste, Frank Robert, aus deinem Buch gelernt habe, dass ja der Übergang passiert von einer Atmung, die quasi noch keine Sauerstoffatmung, eben noch keine Luft, das Baby hat ja im Bauch keine Luft, sondern atmet ja quasi auch noch durch die Nabelschnur, ist das richtig? Und der Übergang, dass der Übergang von selbst passieren darf, dass das Baby sich entscheidet, wann der Moment ist, wann es das erste Mal Luft in sich aufnimmt und wenn die Nabelschnur abgeschnitten wird, eben diese Erstickungsmoment da ist, dass die Eltern ihre Ängste kennenlernen und auch ihre Programmierungen kennenlernen und sich erlauben, durch eure Arbeit, vielleicht auch angeregt durch das Gespräch, das wir gerade führen, das dazu führt, dass ihr auf den Telegram-Kanal geht, Geburt geht uns alle an und das Buch von Frank Robert lest, auf die Idee kommt, was überhaupt möglich ist, wie zum Beispiel die Lotusgeburt, und dann auch die Kraft entwickelt, indem ihr eure Ängste kennenlernt, zu sagen, okay, ich habe die Angst davor, weil es wurde mir so beigebracht, aber ich entscheide mich für mein Kind, ich entscheide mich für das Leben, ich entscheide mich dafür, das Kind so kompetent und mit dem größten Potenzial ins Leben zu führen. Was sind da so die größten Ängste, die es zu überwinden gilt, die jetzt vielleicht der eine oder die andere in sich erkennt, wo man sagen kann, hey, da kann ich mir Hilfe holen, um diese Angst vorher schon zu überwinden, damit ich dann nicht in der Geburt Ja sage zu allem. Also da sind wir ganz schnell beim Thema Tod. Das ist bei der Geburt die größte Angst von allen Beteiligten, ist, dass so ein Lebensstrom dir stirbt bei der Geburt. Und das ist, darauf beruht ja das ganze Krankenhaus- und Entbindungssystem, ja. Dass die Menschen glauben, sie müssten da eingreifen, um irgendeine Möglichkeit zu verhindern, dass so ein Lebensstrom sich verabschiedet, sage ich mal, unter der Geburt. Ja. Und es ist eben genau, wie Julia sagt, dieses Vertrauen zu entwickeln, dass die Natur und die Schöpfung oder wie immer ihr das nennt, sich dabei was gedacht hat, diese ganzen Prozesse, ich nenne das gerne Mutter-Kind-Bindungsprozesse, uns dem Menschen sozusagen eingebaut hat, als Möglichkeit hier aus der geistigen Welt in die physische Welt zu inkarnieren. Das ist ja ein perfekter Bauplan, ja. So, wenn man das mal aus architektonischer Sicht anschaut, ist es ein Wunder, was da passiert. Und eben dieses Vertrauen in diese Prozesse wieder zurück, sich zurückerobern, ja? Die sind ja eingebrannt in deinem System. Jeder Mann, jede Frau hat die drin, weil wir haben sie alle erlebt. Und natürlich bei einer Mutter ist es nochmal ganz anders. Du hast diese Prozesse, sind da. Du musst dich denen einfach hingeben. Und diese ganzen Interventionen beruhen auf Angst. Das ist alles. Das ist die Angst bestimmt das Leben in einem Krankenhaus. Ja, egal, ob es jetzt um Geburt geht oder um irgendwelche Krankheiten, die ja geheilt werden wollen. Und letztendlich kannst du dich nur selber heilen. Und die Menschen haben halt in den letzten Jahren auch durch die Industrialisierung einfach den Fokus auf diesem Angstmuster und der Mutter jetzt irgendwie sagen zu müssen, ja, wie geht Geburt? Und dann kommt natürlich noch die Geschäftsidee damit rein, dass man damit auch Geld verdienen kann mit so einer Intervention oder mit einem Kaiserschnitt, ja. Und dann ist natürlich die Geschichte, dass man jetzt anfängt, das zu unterbrechen, ja, das ist eben das, was passiert, wenn wir Aufklärungsarbeit machen und dieses kostbare Wissen wieder in das Bewusstsein der Frauen und der Männer bringen. Und dann hört das auf. Es ist eben, was passiert, kommt die Liebe wieder rein. Liebe und Angst können nie zur gleichen Zeit an einem Ort sein. Entweder du bist in Liebe oder du bist in Angst. Und die Entscheidung liegt bei den Eltern beziehungsweise bei der Mutter, wo will ich hin? Und es war wunderschön, wie Julia erklärt hat, eine Mutter, die sagt, hey, meine erste Geburt war in der Klinik, das will ich nie wieder haben.
meine zweite Geburt war zu Hause, meine dritte Geburt war, und dann hast du irgendwann immer diese Steigerung. Das ist eine wunderschöne Geschichte, weil dann genau darum geht's, dass du immer wieder dich fragst, was geht denn noch? Wie kann ich mich noch mit der Natur verbinden? Wo sind, da gibt es keine Grenzen. Du kannst die neunte Geburt, oder nimm mal einfach die Sarah Schmidt, ja, an der Stelle mal ein Dank an sie, weil die hat 9 Kinder, und es gibt ja auch andere Mütter, die haben 7, 8 Kinder geboren alleine. Und da kannst du, wenn du die Frauen fragst, ja, die haben immer die, ja, was, wir machen einfach weiter, wir machen und noch mal eine neue Erfahrung. Und das ist eben dieses Wunder, da gibt es keine Grenze. Und es geht wirklich darum, dass wir uns mit den Ängsten auseinandersetzen und letztendlich mit dem Tod. Ja, warum mache ich denn Ultraschall? Ich will wissen, ist mein Baby gesund? Ist mein Baby? Ja, aber warum? Der nächste Schritt wäre, dass du einfach mal darauf vertraust, dass du keinen Ultraschall brauchst. Wozu? Vertraue einfach aufs Leben, was da in dir heranwächst. Ne? Und wenn ein behindertes Kind kommt oder eine physische Einschränkung hat, ja, dann ist das so. Dann ist das eine Chance für das Baby, bestimmte Lernerfahrungen zu machen. Ich meine, ich weiß, dass das nicht einfach ist, wenn du weißt, du hast ein behindertes Kind. Okay, dann ist das aber so. Dann muss man sich mit auseinandersetzen. Ne? Also, das ist so, das Zu sind viele mal Mütter kurz sind. angeschnitten, worum es da geht. Es geht immer um Angst oder um Liebe. Das ist eine Entscheidung. Zu viele Die Mütter, Lebensströme. die da. Ja, sag. Die Lebensströme, die zu uns kommen, die, ich hatte es ja vorher erwähnt, ja, es ist wie so: Mama, Papa, seid ihr bereit? Ja, ich möchte jetzt kommen. Und wenn sie dann hier in diesem Körper inkarnieren, wenn sie dann hier hinkommen, und diese Erfahrung, geboren zu werden, ja, in diesen Körper zu kommen. Franz Rengli sagt, das ist mit die schwierigste Erfahrung, die wir in unserem Leben machen. Der Übergang, ja, Geburt und Tod, das ist ein und dasselbe Portal. Es ist ein Übergang. Und diese Schnittstelle von geboren werden, die ist nicht ohne. Und dann stehe ich da als Paar, als Frau und sage, oh, aber ich und meine Gefühle, ich und meine Ängste, ja. Kinder kommen zu uns, und das ist eine bedingungslose Liebe. Und das spüren alle Eltern, ja, so bis das Ego sich irgendwann zeigt, bis die Identifikation mit dem Ich so 2, 3 Jahren bei den Kindern aufkommt. Das ist einfach nur eine volle Hingabe der Kinder, ja. Die sind ja total im Vertrauen. Alles, was Mama und Papa sagen, das ist alles so 100% richtig. Aber wir als Eltern, wir können oder sollten versuchen, genauso zu sein, ja, mehr wie sie zu sein, in dieser Hingabe und bedingungslos anzunehmen, was da kommt. Und auch anzunehmen, wenn jemand geht. Und das wäre ja auch wieder, ja, immer stille Geburten, Kinder, die sich verabschieden, die dann gehen. Und vielleicht gehen sie auch, weil sie eine Angst gespürt haben. Und vielleicht gehen sie, weil sie mit dieser Angst auch nicht umgehen können, sagen, naja, Mama, Papa sind vielleicht doch nicht bereit. Also es gibt unterschiedliche Gründe. Ich möchte nicht sagen, dass das der einzige Grund ist, warum dann die Kinderseelen oder die Lebensströme wieder gehen. Aber genau das ist es, ja, worüber wir reden sollten, wo wir hinschauen sollten und nicht wegschauen sollten. Denn ja, je früher wir damit konfrontiert werden, je früher wir uns damit auseinandersetzen, desto leichter fällt es uns. Meine Kinder sind jetzt 13 und 9, und früher war Thema Toten Tabuthema bei uns, und ich habe es auch mehr versucht zu unterdrücken. Und als ich mich angefangen habe, intensiver und intensiver auch mit der ganzheitlichen Geburt auseinanderzusetzen, mit Emotionen, mit der Energiearbeit, habe ich gemerkt, oh, da ist eine der größten Ängste, die ich in meinem Leben habe, ja. Und je mehr ich es für mich aufarbeite, je mehr ich da reinschaue, je mehr ich Leichtigkeit da reinbringe, desto leichter fällt es dann natürlich, in diese Hingabe, in dieses Vertrauen zum Leben zu gehen. Und wie verläuft dann Schwangerschaft, die Geburt, das Leben meiner Kinder, das Leben unserer Kinder, ja, wenn wir das Ganze nicht mehr unterdrücken, sondern darüber sprechen und die Bilder, die Prägungen, die Emotionen, die mit diesem Thema zusammenhängen, uns anschauen und hinterfragen. Wir haben ja in diesem Monatsthema, in dem wir jetzt gerade sind, also auch wenn du das irgendwann im Laufe des Jahres anschaust, im Februar haben wir das Thema Geburt und Tod, und deswegen weben wir das gerade auch so zusammen, und du hast einen Unendlichkeitsachter vor dir aufgezeichnet. Je mehr wir uns mit dem Thema
des Übergangs, der Neugeburt aus dem Leben heraus. Und ich würde da gerne ein anderes Wort finden, weil das Wort Tod, wenn ich daran denke, dass sofort ganz viel Dunkelheit und Drama und dunkle Wolken in sich trägt. Ich würde mir wünschen, dass wir das Thema jetzt dem Thema Leichtigkeit geben und Buntheit geben, was nicht heißt, dass wenn ich jemanden verliere, dass das ganz viel, dass es ein riesen Schicksalsschlag ist und dass es da ganz viel Trauerarbeit ganz bewusst zu leisten gibt. Da haben wir auch ganz tolle Gespräche geführt, die du auf der Living Earth finden kannst zum Thema Trauer und Trauerarbeit, Abschied nehmen. Ich habe gerade gestern jemanden interviewt, der für viele Hinterbliebene in die geistige Welt geht und dort Kontakt aufnimmt mit Verstorbenen. Auch mit Kindern hat er viel erzählt davon. Auch ganz tolle Geschichten. Ich habe gerade mit der Tatjana bei einem Sister Talk auch erzählt habe, dass er für eine Mutter geschaut hat und er hat diesen Sohn sitzen gesehen an einem großen, wunderschönen Teich mit Schlössern und Burgen rundherum. Und hat dann, der Sohn hat ihm das Zeichen gegeben, er braucht noch ein bisschen. Und dann hat er danach gefragt, was hast du denn da gemacht? Ja, er ist wie in einem Trainingslager, um fokussieren zu lernen, weil wir ja mit unseren Gedanken und Gefühlen Realität erschaffen. Und er war da quasi in einer Zwischenstation, wo er das trainiert hat. Oder eine andere Tochter hat der Andreas getroffen, die zu wenig Selbstliebe hatte. Und die hat geübt, Selbstliebe mit einem Samen. Und den Samen in die Erde gegeben. Und wenn sie genug geliebt hat, ist aus dem Samen eine Blume gewachsen. Und wenn wir diese Geschichten hören oder von Nahtoderfahrungen, also ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der eine Nahtoderfahrung hatte und wirklich gern und freiwillig zurückgekommen ist. Es gibt diejenigen, die auch freiwillig gekommen sind, aber die meisten mussten von ihren geistigen Führern zurück auf die Erde geschubst werden, weil das Erleben ist so befreiend und erleichternd und liebend, liebevoll war. Es ist ein Nachhause zurückkehren in die Liebe, nachdem man einige Prozesse durchlaufen hat, um diese Gedankenwolken und diese Konstrukte, wie auch der Tod sein kann, ablegt erst manche, nachdem sie gegangen sind und ihren Körper verlassen haben. Da gibt es noch einiges dann aufzuarbeiten, wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, mich wahrscheinlich erinnern werde, wenn ich dann selber mich wieder gebäre hinaus aus diesem Leben. Ich danke euch so sehr, weil das so ein, ja, das erste Gespräch ist, wo wir das jetzt so zusammengewoben haben. Und ich denke mir, wenn man die Angst vor dem Tod verliert, und auch, dann ist es vielleicht auch ein bisschen leichter, damit umzugehen, mit der Idee, dass vielleicht ein Kind nicht die ganze Zeit bei mir bleibt oder sich auch wirklich in ein physisches Leben gebiert. Und vielleicht ist es ja auch so, dass manche Lebensströme hierher kommen, um einfach diese Erfahrung zu machen, eine Zeit lang mit der Mutter zu gehen und der Familie zu gehen und dann vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt wiederzukommen. Sehr, sehr wertvoller Hinweis. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch also die Erfahrung, geboren zu werden, ist eine sehr wertvolle Erfahrung, aber genauso zu sterben, ja. Der Übergang wieder nach Hause, ins Licht zu gehen. Und manche erleben diesen Übergang, ja, vielleicht sehr, sehr schnell oder gar nicht so bewusst. Und das heißt, die kommen wieder hier hin und machen diese Erfahrung. Wie ist es denn, wenn ich jetzt bewusst gehe? Und für mich hat es auch immer jahrelang sehr bewegt. Ich habe gesagt, ja, sterben, alles schön und gut, aber wieso sterben denn kleine Kinder? Wieso gehen kleine Kinder so schnell? Oh ja, und es ist genau wie mit der Geburt, wie mit der Geschichte von meiner Kollegin, die ich geteilt habe. Wenn wir uns Fragen stellen, bekommen wir Antworten. Und die Richtigkeit dieser Antwort, die darf jeder für sich selbst fühlen. Wir haben ein Sieb, sage ich, das ist unser Herzkompass. Und wenn wir die Informationen jetzt hören, dann kann die durch, ja, und unser Herz schüttelt und rüttelt und dann sagt es, guck mal, was bleibt an der Oberfläche, das ist für dich richtig und das fühlst du und das andere kannst du loslassen. Und so können wir unsere Intuition einsetzen und sagen, ja, ich habe die Frage gestellt, ich habe eine Antwort bekommen und ich vertraue darauf, dass es so ist, weil viele fragen auch, ja, woher weißt du das und stimmt das wirklich? Und klar, es gibt Erfahrungsberichte, Nahtoderfahrungsberichte und mittlerweile
ist so viel möglich, an diese Informationen zu kommen. Und trotzdem darf jeder für sich selbst reinfühlen und ja, sein Sieb nutzen und das mal für sich die Antwort zu bekommen. Ja, und vielleicht noch mal ein Hinweis auf diesen Tod. Letztendlich, und da gebe ich jetzt mal was rein, wo die meisten Menschen überhaupt noch nicht sich vorstellen können. Stellt euch mal vor, diese Erde ist in einem natürlichen Zustand und niemand vergiftet sich, niemand wird irgendwie von irgendwelcher Technik umgebracht. Und das ist ja, und dann der verschwindet dieser Tod. Wir brauchen dann keine Übergänge mehr, sondern wir inkarnieren hier lernen. Und da kommt man mal ganz schnell auf dieses Thema Alter. Alter ist eine menschliche Erfindung, ist ein systemgeschaffener Begriff. Es gibt kein Altern. Letztendlich, wenn wir wirklich mit der Natur zusammenleben, und das ist ja das Ziel von der Living Earth, dass wir wirklich Nahrung haben, die uns nährt und nicht umbringt. Und wenn man sich das mal vorstellt, dann brauchen wir diese Zyklen nicht mehr von ständig inkarnieren. Ja, und das ist ja eben genau das, worum es geht. Dass wir hier auf dieser Erde, weiß ich nicht, wie 150 Jahre alt, 300 Jahre alt, das sind ja alles Dinge, da fangen wir jetzt an zu forschen erstmal überhaupt. Ja, was ist überhaupt? Wie lange ist denn der Mensch vorgesehen? Ja, wir sind dafür vorgesehen, dass wir ewig leben. Und der Ziel ist doch, dass der geistige Lebensstrom eins wird mit diesem physischen Körper. Und du musst nicht mehr zurück ins Licht, sondern du bist Licht in dieser Inkarnation. Und dann brauchst du auch nicht mehr sterben. Ja, stellt euch jetzt mal vor. Und darum geht es. Es ist ein Teil des göttlichen Plans. Und wann sich das manifestiert, das liegt an uns. Wie schnell kommen wir in dieses Wissen wieder zurück? Wie schnell schaffen wir das in einer Community gemeinsam das zu leben, in diesem wunderbaren Körper zu sein? Wer sagt denn, dass wir für 80 Jahre vorgesehen sind? Das ist eine Lüge. Wir sind für viel mehr vorgesehen. Wenn du eins bist mit dem Licht, ja, warum sollst du dann sterben, bitteschön? Da kannst du endlos Erfahrungen sammeln. Das ist ja mal dieser wunderbare Satz: Du lebst in einer Inkarnation 100 Leben. Oh, ja, das ist eben das Spannende. Die eigentliche Grund, warum du letztendlich einen Übergang machst, ist, damit du mal dein Geschlecht wechselst, dass du mal eine Erfahrung machst, wie ist es denn als Frau hier zu sein, wenn du eine männliche Seele bist oder umgekehrt, du bist eine weibliche Seele und jetzt machst du mal eine Erfahrung in einem männlichen Körper. Deswegen gibt es diese eigentlichen Übergänge, dass du mal deinen Körper wechselst. Dafür brauchst du das. Und dann fängt es auch an, stellt euch mal vor, wie wunderbar das ist, wenn du eins bist mit dir selbst und alle Menschen sind eins mit sich und keiner fummelt mehr da rum und zettelt irgendeinen Krieg an oder will an der Nahrung verdienen oder macht irgendwelche Gifte da rein oder sprüht den Himmel. Es ist so absurd, was hier abläuft. Und das gilt es mal anzuschauen und komplett aufzulösen. Und dann kommen wir wohin? Dann können wir uns wirklich mal fragen, ja, was bedeutet eigentlich Übergang? Dann machst du das nur noch, um Lernerfahrung zu machen in einem anderen Körper. Das ist das Geheimnis vom Leben. So, darum geht's. Danke euch so sehr. Wir werden übrigens auch zum Thema Lebensmittel und Biohacking einen Monat, Monatsthemen haben und da jeden Tag Inspirationen dazu liefern. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, sehr inspirierend, interessant, wohin uns der Fluss unseres Gesprächs geführt hat, nämlich eben auch zu dem zweiten Monatsthema. Zum Tod. Ich denke mir, wir schaffen es gemeinsam, dass dieses Thema als Geburt wahrgenommen wird, dass es Lebendigkeit in sich trägt und dass wir damit auch die Angst vorm Leben verlieren, weil schlussendlich ist jede Angst, die wir im Leben haben, sei es vor Krankheit, eben vor dem Sterben selbst, vor nicht geliebt werden, vor nicht dazugehören, nicht gut genug sein, immer mit dem Irrtum verbunden, dass wir sterbliche, endliche Wesen sind. Und wenn wir uns erkennen als unsterbliche, endlose, liebevolle Wesen, reines Bewusstsein, Teile des Göttlichen, dann können wir ein Paradies hier auf der Erde leben. Und lasst uns das gemeinsam tun. Lasst uns gemeinsam treffen auf dem Telegram-Kanal Geburt, geht uns alle an und lasst uns alle auf der Living Earth versammeln und uns austauschen und uns gegenseitig bestärken und unsere Lösungen teilen, einander
in Präsenz physisch treffen, wie man euch auch in Präsenz und physisch treffen kann bei euren Seminaren. Wir werden alles unter dem Video, ich mag diese Bewegung sehr, unter dem Video verlinken, dass wir zueinander finden kann. Ich danke euch sehr für eure Arbeit. Ich gratuliere allen Paaren und allen Müttern, die gerade ohne Partner sind, dass sie zu euch kommen und sich mit euch vorbereiten auf eine natürliche, wundervolle Geburt. Vielen Dank und ich freue mich auf unser weiteres Zusammenwirken. Danke. Tschüss. Auf der Living Earth teilen wir viele Lösungen wie diese, um gemeinsam eine neue, lebendige Erde zu gestalten. Schaue dir jetzt gleich das Video auf der Startseite an und finde heraus, was für andere wundervolle Dinge die Living Earth noch kann. Jeder Pionier ist wertvoll. Falls du also noch kein Pionier bist, komm, wir freuen uns auf dich. Thank you.